Danke. Ein herzliches Freundschaft aus der grün-rot-roten Steiermark vor der Skyline von Tex Rubinowitz. Also was hat sich in diesem Land verändert in dieser einen Woche? Kürbiskern-Kolchosen sind entstanden, wie es Generalsekretär Lopatka auch prophezeit hat. Das Schlimme an Lopatka ist eigentlich nur, dass er das ernst gemeint hat und dass er auch ab und zu ins Ausland fährt und sagt, woher er kommt. Ich möchte auch gleich die Band vorstellen. Es ist die Kolchosenband Hausmannstetten. Bitte, Buben. Naja, muss ja nicht jeden gefallen. Unsere heutige Geschichte zur Jubiläumsfeierlichkeit. Wir haben eine CD rausgebracht, nämlich die Top 10 Sirenen von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg. Ein schönes Erinnerungsstück für ältere Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist ein Remix vom kruden Meister Dorfer. Und es ist nicht so, dass in totalitären Systemen weiß man ja relativ genau, wie mit der Opposition umzugehen ist. In der Demokratie ist es ein bisschen schwieriger. Aber unser Kanzler hat die Rezepte. Hören Sie Maschek. So eine Stirnreihe bitte, ja. Ja. Wie die Orgelpfeifen stehen Sie da. Gott zum Gruße. Es ist wer faul im Staate Österreich. Das Dachinieren ist in Österreich in letzter Zeit vom Kavaliersdelikt zum Volkssport geworden und hat auch vor der Politik nicht Halt gemacht. Ne? Während die Oppositionspolitiker den ganzen Tag nur Nein sagen, tragen andere brav Regierungsverantwortung ne? Und haben einen übervollen Terminkalender. Unsere neue Dachinierer-Regelung besagt, dass jeder Politiker, der gerade aktiv nichts macht, sozusagen im Standby ist, ja, nicht politisch tätig ist, seine Arbeitskraft verleasen muss an Unternehmen der Privatwirtschaft. Ja, und das Geld kommt dann in die Staatskasse und alle sind zufrieden. 400.000 Euro. Ja. Wir von den Sozialisten wissen eigentlich überhaupt nicht, was da, wovon da die Rede ist, weil Abi-Zara sind wir sicherlich keine, aber wenn es Vorschrift ist, natürlich, dann machen wir halt auch mit Dienst nach Vorschrift, machen wir, ne? Du Fritzl, sag einmal, wo hast denn du Schwarzen gelernt? Das habe ich im Ersten. Da die Raupen, schau dir an, die gliert auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist schon... Ja, das ist doch Weltklasse jetzt. Ja, und ich mache hier das Einzige, was ich gelernt habe, nämlich wieder zurück zum ORF. Vielen Dank, Herr Klubobmann Molterer, für diesen schönen Korb mit ein paar Weinflaschen, den Sie mir mitgebracht haben. Da wird sich meine Frau freuen. Na, das ist kein Einstandsgeschenk, das ist doch der Warenkorb des Verbraucherpreisindexes, Herr Brockerl. Also nicht nauschen, bitteschön. Gut, ich bin ein bisschen aus der Übung. Sie haben mich durch Ihren Pressesprecher briefen lassen. Sie sind ein großer Robert De Niro-Fan, nicht? Are you talking to me? Are you talking to me? Nein, ich mag gern den Film mit dem Stier, mit den Boxhandschuhen. Und meine Frau sagt auch zu mir, ich schaue dem Robert De Niro sehr ähnlich und auch das Charisma habe ich. Also, mir taugt es. Und Sie glauben Ihrer Frau? Na sicher. Gut, wir werden nachher noch in den Gedichten von Herrn Molterer ein wenig lesen. Ich habe aber hier eine Eilmeldung hereinbekommen. Der erste österreichische Politiker wurde aufgrund der Dachinierer-Regelung jetzt dingfest gemacht. Ja, halt, was ist denn das erst? Das ist gerade überhaupt keine Oppositionsarbeit, was Sie da machen. Moment einmal, Herrn Spekter, schauen Sie mal. Ich war schon beim Bundesheer untauglich. Was ist ein Blatt fürs? Kann man da nichts machen? Schauen Sie mal her. Jetzt, wir sind überhaupt nicht bestechlich. Da kriegen Sie Zwangsarbeiterjacken. Sie kriegen jetzt eine verschärfte Hocken. Na, ne? Was habt ihr für eine Hocken von mir? Zeigt sie mal her. Was soll ich machen? Oh. Jetzt, wie der Korkenzieher. Viel strenger. So, Fredl, du hast nur eine einzige Aufgabe. Du musst auf die Signale schauen. Ist das ich nicht. Ich höre die Signale. Nein. Du hörst doch nicht, du schaust auf die Signale. Ich höre die Signale. Nein, du sollst hinschauen auf die Signale, habe ich immer schon. Oh, was ist du? Was ist jetzt? Nicht auf die Signale. Owe, owe. Owe, diese scheiß Akademiker, das gibt's ja nicht. Ja, meine Damen und Herren, was das betrifft, hat unsere Bundesregierung einfach unerschöpfliche Reservoirs, Reservoire,
Zentralsekretär Dr. Paul, hier aus Graz. Heißt es Reservoirs oder Reservoire? Die Mehrzahl von Reservoir ist Reservoiren. Ich Reservoir, mir Reservoiren. Das ist allerdings die Ausnahme. Im Französischen, gewöhnlich ist im Französischen die Mehrzahlbildung mit S. Ha. Wie zum Beispiel Tres. Tres heißt drei und Tres ist die Mehrzahl. Gibt es auch von vier eine Mehrzahl? Hm? Viers. Schön. Ja, da gibt es auch sicher von fünf eine Mehrzahl, Dr. Paul? Nein, von fünf gibt es keine Mehrzahl, oh. Weil es nämlich insgesamt nur fünf Wörter gibt, die auf Mf aufhören. Senf, Genf, Hanf, fünf und noch eins, das fällt aber nie jemandem ein, deshalb sind es nur vier und da gibt es eine Mehrzahl. Super. Aber die Mehrzahl von Mehrzahl ist also Mehrzahle, glaube ich, sagen zu können? Nein, hier peitscht sich die Dialektik selbst. Von Mehrzahl gibt es keine Mehrzahl. Mehrzahl gibt es halt nur in der Einzahl. Josef, was machst du denn da? Hallo, servus, Freddy. Ich war vorige Woche da, gell? Ja, in der Sendung, gell? Genau, und da habe ich so einen Seidenschall liegen lassen. Habt ihr irgendwas gefunden? Nein? Nichts, okay. Ich suche noch ein bisschen, okay? Es stört dich nicht, dass wir derweil ein bisschen Sendung haben, hä? Nein, macht's noch weiter. Es ist ein Seidenschall gewesen. Habe ich eh schon erzählt, dass es ein Seidenschall war? Ja. Total wertvoll, weil der hat so ein dritte Weltgütesiegel gehabt. Dritte Weltgütesiegel. Ja, was der garantiert ohne Kinderarbeit. Was die haben um den Hals. Und hier muss ich mich beimengen. Der Seidenschal ist sicher nicht ohne Kinderarbeit zustande gekommen, weil die Seidenraupier durchaus ein nicht erwachsener Schmetterling ist. Das beunruhigt mich jetzt sehr. Jetzt bin ich wieder ganz... Ja, und du bist ja sicher, dass du ihn hier verloren hast? Ja, klar. Vorige Woche war ich da, ne? Ja. Ich war schon da? Ja. Was habe ich gemacht da? Du warst in der Sendung. In welcher Sendung? Achso, nein, das in deiner Sendung. Ja. In deiner Sendung. Wie war ich? Ja, also du warst da. Ja, also verstehe. Ja, ich würde gern irgendwie nur weitersuchen, weil ich vergiss uns, dass ich nur einmal weitersuche, weil ich vergiss so viel in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendein Gehirndurchblutungs-Dings. Jetzt wird es viel leichter jetzt. Seit ein paar Tagen habe ich Medikamente. Momentan finde ich es gerade nicht. Aber was das ist, dass man so vergesslich ist. Herr Doktor, Entschuldigung, Sie sind doch Doktor. Können Sie da, jetzt wollte ich Sie was fragen und weiß nicht mehr. Das Vergessen als Form des Umgangs mit Dingen und Ereignissen ist asiatischen Ursprungs. Die Tataren haben es im zweiten vorchristlichen Jahrhundert im Zuge eines Wandertags in der Nähe von Ulm liegen gelassen. Vermutlich hat niemand daran gedacht, es wieder mitzunehmen. Seither ist es bei uns heimisch und hat sich auch in einigen Gesellschaften den Status einer Kulturtechnik erarbeitet gleichsam. Wir unterscheiden auch übrigens interessanterweise verschiedene Formen des Vergessens. Das reicht vom einfachen, gewisse Dinge zwar noch wissen, aber doch Kernaspekte aus dem Blick verloren haben, wie es zum Beispiel vorkommt beim Zitieren von eigenen Wahlversprechen nach der Wahl und in der Pflicht, diese jetzt einzulösen, bis hin zur Königsdisziplin des Vergessens, nämlich das Vergessen des Vergessens. Wer
das radikal und konsequent betreibt, vergisst natürlich seine Vergesslichkeit und ist so jederzeit immerzu in der Lage, einen fortwährenden Neustart zu begehen und kann so eigentlich sehr unbeschwert in den Tag hineinleben. Vorausgesetzt natürlich, man befindet sich in Einrichtungen wie betreutes Wohnen oder anderen Soziotopen, die den Umgang mit Menschen mit Generalamnesie im Plan haben. Sonst kann es im Alltag ein bisschen eng werden. Herr Doktor, das ist total schön. Das war unser Motto bei der katholischen Jugend. Erlebe jeden Tag so, als wär's dein Erster. Ja. Okay, pass auf, ich helfe dir suchen. Ja? Entschuldigung, was suchen wir? Den Schal. Welchen Schal? Deinen Schal. Ach so. Na, du fällst mitten bei dir in der Sendung, das will ich nicht. Na, na. Du, sag einmal, hast du das auch manchmal so? Was denn? Naja, in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, jetzt wäre ich doch öder. Das ist eine richtige Diagnose, ja? Und spürst du auch was? Ja, also mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn man sich beim Pinkeln hinsetzt, dass das auch okay ist. Also, manchmal besser. Das ist hochinteressant, weil du gerade redest vom Urinstrahl. Hab ich nicht. Du hast keinen Urinstrahl? Ich hab nicht davon geredet. Achso, nein, hab ich, Entschuldigung, ja, hab ich. Was ich sagen will, zum Urinstrahl ist einfach, es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ja, nix ist so, wie es einmal war. Ja, nix. Aber es macht mir Sorgen. Ja, es war zum Beispiel einmal wirklich notwendig, dass wir ernsthaft diskutieren, ob es gut ist, wenn die SPÖ nächstes Jahr in die Regierung kommt. Wieso? Gerade für uns. Wieso? Naja, ich sage das jetzt ungern vor Publikum, aber wegen einem Spitzensteuersatz. Ich glaube, der Schüssel senkert ihn bald. Naja, wir verdienen mehr, wir sollten ÖVP wählen. Ich finde es schön, dass es endlich einmal wer sagt in diesem Rotfunk. Ja? Das stimmt. Ist das nicht grauslich, wie die ÖVP immer abgetragen wird vom ORF momentan? Na Wahnsinn. Also diese Diskriminierung, dieser eine Gemeinheit. Furchtbar. Nur weil es ein bisschen ein paar Sozialleistungen abgedruckt haben. Ne? Kehrt doch her. Ja, sowieso. Kehrt doch einmal her. Ne? Sozial sind wir selber, oder? Ich kann Gusenbauer leben, ne? Was wir für Benefiz spielen. Ja, was wir Benefiz spielen. Kurden. Ja. Frauen. Gegen Frauen, gegen Kinder. Behinderte. Behindert, für alle Behinderten. Ja, immer, wir sind dabei. Ja? Und man macht es freiwillig. Natürlich, ja? Macht's nicht Steuern zahlen anonym. Nein, sowieso. Freiwillig als Essen für einen Tierschutzverein, ja? Mit Prominenten. Was ist sowas? Ja? Weil jeder Besitz belastet. Was du besitzt, hast du schon verloren, sagt der Koran. Sagt wer? Der Koran. Der Koran sagt das? Ja. Moment einmal, heißt das bei diesen Bombenanschlägen, dass die nur deswegen machen, damit die Leute befreien von was? Ja, vom Gewand, von den Augenglaseln, vom Geldbeutel und vom Körper. Gut, vom Körper, das darf mich stören, aber sonst, da brauche ich doch keinen Bombenanschlag. Nein, wir brauchen ja nichts. Nein, ich gebe gern was her. Was? Also ich gebe gern was her. Vor allem, was wir für Schrott haben, geben wir doch zu. Freddy, ich gebe dir einen Rat. Du hast viel Schrott daheim, hau ihm weg. Machen wir das. Neuer Lebensabschnitt. Neuer Lebensabschnitt. Wenn du das magst, mach's ja. Gut. Meinst du das ernst? Ich mach's ernst. Du meinst das ernst? Ja, ich mach's jetzt. Wir machen's. Bitte. Darf ich Ihnen ein kleines Geschenk machen? Das ist von meinem Großvater, die Pfeife. Der wurde sehr alt, war sehr gesund, hatte aber nur zwei Zähne. Das heißt, sie sind nicht abgekiefelt, die Mundstücke, sondern eher abgelutscht. Bitte. 1979, die möchte ich Ihnen einfach schenken. Ich brauche es nicht. Brauchen Sie? Ja, wiederschauen. Alles Gute. Was? Autogramm haben vielleicht? So, ja. Ich verstehe nicht, was? Ein Autogramm. Nein, Autogramme gibt es halt nicht. Ja, es gibt halt keine Autogramme. Ja, na und was? Was willst du? Es gibt halt kein. Zehnersystem, teurer sonst, aber Frechheit. Vom Bild her schaut schon beschissen aus wie ein normaler PC. Irgendwie. Kostet nichts. Kostet gar nichts. Nein. Was wollen Sie dazu, dass Sie uns das schenken? Ich schenke einfach gerne Sachen her. Also Sie brauchen nichts unterschreiben, kein Bausparvertrag. Ich gebe Ihnen das, bitte. Danke, bitte. Die Maus schicke ich nach und das Kabel. Die Tränen in die Augen, die Tränen, die Pops, nein, Tränen der Rühren in die Augen. Es gibt ja, fernsehtechnisch gesehen, ist das ja eine Sensation, was Sie hier anbieten.
anbieten. Stellen Sie sich das mal vor, ich sehe es ja vor. Ja, vielen Dank. Sie beide, jetzt wieder zwei berühmte Kabarettisten schauen gut aus. Sie schauen ja beide, sind ja beide fesche Jungs. Ja, Sie kriegen ja noch einen Fotoapparat. Ich behaupte ja, das Auge sieht mit beim Fernsehen. Wir wollen Sie nicht hören. Sie verschenken das. Das ist ja Licht ins Dunkel zur Potenz, möchte ich sagen. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich das einmal vor. Das ist ein Glückstag für mich und für den ORF, für die gesamte Fernsehzeitung. Haben Sie Lust, 100.000 Euro zu verdienen, ja oder nein? Nehmen soll ich. Haben Sie Lust, 100.000 Euro zu verdienen? Ja. Dann folgen Sie dem Kreuz. Wer ist das? Was? Wer ist das? Kennst du den? Irgendeiner. Was denn? Ideen sind das eine, Kontakte sind das andere. Vielleicht jetzt ganz wichtig, wenn Sie ORF-Menschen am Gang sehen, zwischen 9 und 18 Uhr am ORF immer Mahlzeit sagen. Ja? Das sind die Gepflogenheiten des Hauses. Ansonsten einfach mich machen lassen. Na, sicher nicht. Na, sicher nicht, Sternemann. Abmarsch, das ist mein Revier. Grüß zack, zack. Grüß wir haben nach Deutschland. Nach Nordrhein-Westfochum oder wo es herkommt. Jetzt, also, schauen Sie, das muss ja nicht so aggressiv hier ablaufen. Wir wollen hinein, wir haben zwar keinen Termin, aber wir werden sicher einen bekommen, denn das sind zwei außergewöhnliche Künstler, die ich mitgebracht habe, die bereit sind, eine große Show im ORF zu machen. Ja, jeden Tag wissen wir, du irgendwelche Konzepte, die es schon gibt bei uns. Was war das letzte Woche? Ein Quiz um Geld und dann gehört ein Skifahrer. Haben wir schon. Ja, das war... Eine Betroffenheit schon mit einer Gefühlskalten haben wir auch schon. Und ja. Was war's gestern? Torkelnde Halbprominente bewegen sich zur Musik, moderiert von zwei torkelnden Halbprominenten. Haben wir auch schon. Dancing Stars. Hören Sie auf, mich anzufassen. Ja, das ist etwas, das gibt's noch nicht im ORF. Die Sendung wird heißen, zwei Gagvögel geben alles. Ja, das ist das Konzept. Die beiden Kabarettisten schenken alles her, was sie haben. Verstehen Sie, das ist lustig, weil es sind Kabarettisten. Und es ist Nächstenliebe, ja? Das ist christliche Abendunterhaltung. Lassen Sie mich rein. Ich mach dich kaputt, Sternemann, wenn du nicht schlecht. Hören Sie auf! Und deine zwei kabarettistischen Kackvögel kannst du gleich mitnehmen. Haben nach Indien eh nichts mehr gescheit gemacht. Ich glaube, die sind längst tot. Jetzt hören Sie mal auf. Wie reden Sie denn hier? Ich habe noch ein anderes Konzept in der Lade. Und zwar? Hau den Hausmeister. Wie wäre das denn, ha? Leute aus den Bundesländern kommen nach Wien und verprügeln den ORF-Hausmeister. Wird Ihnen das gefallen, Sie Trottel? Jetzt recht. Was? Ich vierteile dich, ich reiße dich in Stücke, du Schwein! Hör auf! Du Elendes! Was ist los? Hau ab! Sag Sie denn? Hau ab von meinem Gelände! Ich rufe die Polizei! Das ist nicht die Schlechte Tätsche! Hau ab! Hau ab! Schlechte Gittel! Das gehört doch nicht! Super Idee, super Idee, ganz toll. Ja, du! Ja, du! An dem ORF-Hausmeister hat man gesehen, dass die Gebühren berechtigt sind. Ja, ja. Was schaust du? Hm? Ich schau nach, wer zuschaut. Wer ist das? Siehst du das? Ja. Hm? Sag einmal, diese Hochen vom ORF, ja. Schauen die auch zu? Ja, aber anders. Die schauen anders zu. Professioneller, nicht so normal. Die schauen noch, ist es breit genug fürs Publikum? Also ist es. Ne? Sie sind nicht breit, Sie schauen, ob es breit ist. Na, breit werden sie auch sehr oft. Sag einmal. Schauen wir zurück. Schauen wir zurück. Hallo. Hey. Tolles Wohnzimmer, ein bisschen neureich, aber... Ja, wenn wir heute nicht breit genug sind, tut uns leid. Wirklich, es ist keine Absicht dabei, wirklich. Wir wollen Ihnen nichts Fleiß tun. Nein. Wir machen heute die Sendung so, wie es uns gefallen tadert, wenn wir zuschauen taderten. Das unterscheidet uns, weil was ich nämlich schon längst sagen wollte, dieses... Ich bin so verspannt. Es ist ja so, dass die Schwierigkeit mit einem bestimmten Wirbel mit einem ganz gewissen Problem zusammenhängt. Dass, wenn du zum Beispiel Nackenprobleme hast, hast du Schwierigkeiten mit dem Schöpfer. Mit wem? Mit dem Schöpfer. Bei der Suppe, oder? Ich glaube, bei mir ist das mehr psychosomatisch. Weißt du? Aber politische Probleme können Sie durchaus im Rücken festsetzen.
Ja, ja, das kenne ich. Zum Beispiel, ich habe unten bei den Bandscheiben eine Stelle, wo ich mir denke, ah, das ist die Globalisierung. Ja. Der Irakkrieg zum Beispiel, der hat sich bei mir unterhalb von den Schulterbladeln festgesetzt. Das ist ja Amerikaner. Furchtbar, schrecklich, die Arme. Ich habe jetzt unlängst gelesen, im Standard oder im Profil? Das ist wurscht. Ja, aber ich glaube, es war im Profil, die haben jetzt öfter so kleinere politische Artikel wieder. Ach so? Ja, und da haben die geschrieben, dass... liegt am amerikanischen Schulsystem. Wieso? Ja, weil die die Allgemeinbildung viel zu früh abbrechen. Aha. Teilweise auch durch die Todesstrafe. Aha. Und deswegen? Ja, deswegen marschieren sie überall ein und wissen teilweise gar nicht, wie weit das weg ist. Na ja, es kann ja durchs Fliegen sein, dass du nicht weißt, wo du bist. Ne? Bist du deppert? Ha, da ist ein Stöhl. Was ist das, glaubst du? Feinstaub? Spritpreis? Demokratieabbau? Ich glaube, es ist Ausländerfeindlichkeit. Ei. Ist arg, oder? Mm. Dass Menschen zu sowas fähig sind. Furchtbar. Verstehst du, warum Menschen so sehr gehen? Ja, sind mehr die Einfacheren, oft. Ja, leider. Das sind so Leute mit niedrigem Einkommen und einfach nicht die Gescheitern. Übrigens, sie machen das großartig. Ja, sie auch. Ganz toll. Ich habe da Gott sei Dank keine Berührungsängste. Sag, wo warst du auf Urlaub? Sardinien, weißt du. Ist ein bisschen teurer, aber du siehst nur Italien. Ja. Also keine Franzosen-Schnösel, keine Befke, keine Oberösterreicher. Nur Italiener. So, weiterhin. Wo warst du? Ich war in Kroatien. So. Mhm. Ja, in Kroatien, wie soll man sagen, in Kroatien sind leider sehr viele Kroaten. Immer noch? Trotz dieses Krieges, ne? Ich hasse so diese unfreundlichen Gesichter. Diese Fußballtrainer-Gefräser? Ja. Genau. Diese unfreundlichen, ausgefressenen, fettigen, großbohrigen, grauslichen, arroganten, gravodischen Möllerl-Pappen-Gefräser. Weißt du, was ich meine? Mhm. Über Jahrhunderte gezüchteter südosteuropäischer genetischer Sondermüll. Gefühlsarm, botschaft und berechnet. Ich meine, wenn ich nicht hab, da bleibe ich klein Stück rau. Oh, Vorsicht, jetzt verspannst du. Ah, das ist ja. Jetzt ein Glas Wein. Ja. Ich bin ja ganz eigen, sag mal, wenn ich einen Wein trinke, ja. Ein billiger kommt mir nicht über meine Lippen. Wann dann ein guter Wein? Ja. Oder es ist ja auch so beim Parmesan. Da schau ich aber. Ja. Der aus Umbrien ist der Beste. Hab ich mir eh doch gleich. Ja. Oder zum Beispiel so einen kleinen, einfachen Italiener entdecken, Trattoria, weißt du, was ich meine? Ja. Braucht nur ein Haum sein. Was braucht vier? Was braucht vier? Oder fahren zum eigenen Weinbauern fahren und den Wein mitnehmen. Ja. In Zweifel fahren und dort so richtig ein thailändisches Curry mit einem Gewürztraminer. Ja. Und dann fährst du heim, ja. Und schaust dir die Landschaft an, legst eine CD ein. Ja, mit Andenmusik. Oder aus. Zigeunermusik aus dem Donaudelta. Ja. Auch gut. Schön. Fährst heim in deinem Volvo Allrad-Kombi. Oder Saab. Ja, vor allem, was mir ärgert, sind, dass ja alle VW fahren. Nicht? Diese klacke, 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 klacke. Jeder fährt VW. Wer Geld hat, kauft sich einen VW. Wer kein Geld hat, kauft sich einen alten VW. Mhm.
Und wer wirklich massiv viel Geld hat, kauft sich einen VW, auf dem steht groß Audi. Man braucht so wenig. Ja. Was braucht man schon? Oft braucht man ganz wenig. Ja, fast nichts. Verzicht ist geil. Weißt du, was ich mir manchmal denke, wenn ich so dahin sinniere? Nein. Das kannst du ja nicht wissen, wenn ich sinniere. Na, sagen wir es, mein Lieber, sagen wir es. Manchmal denke ich mir, aber jetzt im Ernst, die Leute in der dritten Welt haben es in gewisser Hinsicht leichter. Weißt, weil der Blick nicht so verstellt ist durch unnötigen Sachen auf das Wesentliche. Hm. Stimmt, hast recht. Ja. So ist Leben. Auf die dritte Welt. Servus.